Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim, wo wir uns nochmal um Pelagius kümmern müssen. Oh, eine gute Wahl. Gut für mich jedenfalls. Es amüsiert mich köstlich, dass alle hinter euch her sind. Euch wahrscheinlich weniger. Wisst ihr, Pelagius Mutter war, nun, sagen wir mal, einzigartig. Obwohl sie im Großen und Ganzen für eine Septim schon ziemlich normal war. Diese Frau schwang die Furcht wie ein Hackebeil. Oder schwang sie das Hackebeil und hat den Leuten damit Angst gemacht? Bringe ich immer durcheinander. Oh, aber sie hat ihren Sohn viel gelehrt. Pelagius lernte schon früh, dass Gefahren überall lauern können. Jederzeit und in jeder Gestalt. Das Ziel ist denkbar einfach, ihr Einfallspinsel. Benutzt euren Baba Yaga, um den Feind zu besiegen, während der dasselbe tut. Dann kann ich mich irgendwie nicht mehr erinnern. Das ist ein bisschen weird. Achso, ich glaube, Blitz gegen Eis ist gar nicht mal so gut, oder? Eure Kreatur scheint sich nicht besser zu schlagen als vorher. Ich glaube, ihr zielt nicht richtig. Ich weiß ja nicht mal, welcher meiner ist. Also, weiß ich ja echt nicht. Verdammt. Aber das ist da offensichtlich nicht. Dann würde eine Anzeige kommen, hoffe ich mal. Ah. Ups. Damn. Ich weiß ja nicht, was muss man denn machen? Einfach den Gegner besiegen mit dem Baba Yag. Mann, was für ein Müll. Jetzt. Ich weiß nicht, wer bei Eis gegen Feuer gewinnt. I don't know. Aha, ich dachte schon, ihr kommt nie drauf. Ohne die Bedrohung lebt Pelagius in eingebildeter Sicherheit. Also habt ihr ihm geholfen. Irgendwie. Wir sind dachte der mir Heimat schon. Ein gutes Stück näher gekommen. Das ist ein Bullshit, ey. Na gut, gelöst ist gelöst. Ich meine, das ist, muss dazu sagen, das ist seit 150, 160 Folgen her oder so. Das war irgendwann Anfang 2019 oder so. Schon sehr lange her. Mit wem habt ihr da geredet? Ihr Sterblichen und eure selbstmörderische Neugier. Aber wenn ihr es unbedingt wissen müsst, es war Pelagius, der wahnsinnige Kaiser von Tamriel, vor 400 Jahren? Nein? Ihr wisst doch sicherlich von Pelagius Erlass. Auf dem Sterbebett, und das war wirklich brillant, verbat er den Tod, ganz recht, der Tod geächtet. Moment, wo sind wir? In der Psyche hier. Von Pelagius, Dummchen. Ah, ist es euer erstes Mal? Nein. Ich habe es geschafft, ich habe Pelagius Geist geheilt. Das ist ein sehr subjektiver Begriff. Behandelt klingt doch viel passender, meint ihr nicht? So wie man es mit einem Ausschlag oder einem Pfeil im Kopf tut. Aber nun gut, ihr seid zwar ein herzloser Sterblicher, habt es aber tatsächlich geschafft. Ihr habt überlebt. Ich werde meinen Teil der Abmachung einhalten müssen. Also, herzlichen Glückwunsch, ihr könnt gehen. Ich bin natürlich für meine Sinneswandel bekannt. Also geht, jetzt. Also. Pelagius Septim der Dritte, einstmals wahnsinniger Kaiser von Tamriel, heute so langweilig, vernünftig
Wie kommt man hier noch mal raus? Entschuldigung. Das war weird. Ich bin ganz Ohr. Ja, wie komme ich hier raus? Ich bin mir nicht mehr sicher, wie es damals war. Ich glaube, da hatten wir ein ähnliches Problem. Da wusste ich es, glaube ich, auch nicht. Oh. Den Baba Yak könnt ihr gern behalten, als Zeichen meiner... Ach, jetzt nehmt das verfluchte Ding schon. Passt gut auf euch auf, ja? Und solltet ihr jemals in Neu-Sheot sein, kommt mich besuchen, dann essen wir zusammen eine Erdbeertorte. Tschüsschen! Tschüss! Ich muss doch sehr bitten, ich tanze gerade das Fischstäbchen. Ein äußerst... Hat er gerade gesagt, er tanzt das Fischstäbchen? Okay, jetzt kommen wir nicht mehr da rein. Oh. Ah, okay. Ja, wie gesagt, kannten wir schon, also war jetzt nichts Neues. Leider. Manchmal bin ich mir auch nicht so wirklich hundertprozentig sicher, weil, wie gesagt, ich meine, ich habe Skyrim auch schon vor dem Let's Play nicht wenig gespielt gehabt und entsprechend ja, kennt man natürlich schon sehr viele Quests und eventuell doch mal einige, oder es, man denkt, man hat sie schon gemacht auf dem Spielstand, aber hat sie halt gar nicht gemacht. Habe ich jetzt meine ganzen Sachen verloren? Ja. Genau. Ich hoffe, die Favoriten sind noch gleich. Yes, perfekt. Oh, Streitkolben vergessen. Der Streitkolben von Molag Bal. Oh, wer ist das denn? Zweifellos finden die meisten in Himmelsrand die Drachen furchteinflößend. Es gibt hier zwei Hofzauberer? Wundersam. Seid ihr der Hofzauberer? Seid ihr der Hofzauberer? Nein. Nein. Diese Ehre gebührt Sibylle Stentor. Ich wollte schon sagen. Ein kluger Mann hält Abstand zu Stentor. Und er bleibt dem Kerker fern, wenn sie einen schlechten Tag hat. Was meint ihr damit? Sagen wir einfach, das Henkersbeil ist für einen Gefangenen im Gefängnis von Einsamkeit vielleicht nicht der schlimmste Tod. Nun hört euch das an. Euch sage ich, ihr solltet eure Zunge hüten und ich selber höre nicht auf zu reden. Ich habe genug gesagt. Welche Aufgabe habt ihr hier, Melaran? Ich achte darauf, dass Erikur weiter atmet. Das hört sich ganz schön wichtig an. Alles in Ordnung? Mein Beileid. Hey, da hat jemand Klamotten auf den Boden geschmissen. Finde die Drecksau. Okay. So. Ja, schade. Die Quest, die am hoffnungsvollsten erschienen ist, mit dem Fremden, der verrücktes Zeug labert, war die langweiligste. Leider. Finde ich sehr schade. Beziehungsweise kannten wir sie einfach schon. Ah, hier ist Breeling. Tane Breeling, zu euren Diensten. Oh. Erikur. Jetzt müssen wir hier gleich wieder warten, schätze ich. Ah, Moment mal. Ah. Wollte schon sagen, warum habe ich da keine Pfeilchen? Und ich meine Pfeile und nicht Pfeilchen. Ich bin nämlich keins. Kein Pfeilchen. Warte mal, die kommt mir unbekannt vor. Nee. Mit der haben wir schon fünfmal geredet. Du kannst nicht warten, wenn Feinde in der Nähe sind? Oh mein Gott. Are you kidding me? So bescheuert, ich wüsste halt vor allem gern mal, was das ist. Aber wir müssen noch nach dem Kaiserschlüssel, können wir noch kurz gucken dann vielleicht. Ob man die, den Schlüssel zu seinen Gemächern finden. Für den Kaiserturm. Genau, warten.
Ja, ist noch etwas früh. So. Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Das ist mir halt ziemlich egal. Denn ich bin ein Bad Boys, Bad Boys. So, Freundchen. Inska ist bereit, euch eure Schulden zu erlassen. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Als ich noch jünger war, war ich ein ziemlich guter Krieger, wisst ihr? Es gibt ja wegen einer schlechten Waffe. Das ein oder andere zeigen. Der Klassiker. Ihr solltet mit meiner Tochter Yvette reden. Sie ist der hellste Kopf der Familie. Er gibt mir einfach gar nichts. Mögen die Göttlichen euch segnen. Wow. Du bist echt ein Arschloch. Zu einer Tochter Yvette, wie soll ich denn die jetzt bitte finden? Naja, you kidding me? Yvette. Jala. Ja. Wird's Wein für euch? Ja. Hergestellt nach einem alten Familien- also wenn das nicht Yvette ist, dann weiß ich auch nicht. So. Wenn ihr in den blauen Palast wollt, solltet ihr eure Kleidung für mal überdenken. Elisif war von der Kleidung hingerissen, sie wird bald welchen Auftrag geben. Großartig. Ihr habt uns einen großen Dienst. Ich hab die Kleidung jetzt schon weggeschmissen. Versprochen gehört die Kleidung euch. Und hier ist noch etwas für eure Bemühungen. Danke. Die schwimmen alle im Geld, habe ich das Gefühl. Gut. Dann gehen wir nochmal auf das Schiff. Gandaria. Ich weiß, da waren wir schon 5-mal, aber ich kann es nicht ändern. Wenn man halt einfach da hinten drauf könnte, direkt zum Gemach von dem Kaiser. Das wäre halt nice. Dann könnte man sich einiges ersparen. Also hier quasi. Nee. Wait, ist da nicht irgendwo eine Tür? Da, ja. Aber gut, wir müssen da nur durchlaufen schnell. Und dann brauchen wir einen Schlüssel zu seinen Gemächern. Ja. Also ich fand mit Abstand, dass das die coolste Quest überhaupt war, weil... ich weiß, da haben wir wahrscheinlich schon öfter drüber geredet. Wie komme ich weiter? Ah ja. Weil immer über den Kaiser geredet wird, oh, das Kaiserreich, der Kaiser, bla bla bla. Und das ist alles immer so extrem abstrakt. Ich wollte sozusagen, lebt der noch? Holy shit. Ach, muss man ans Deck gehen? Weiß ich gar nicht mehr. Das ist alles immer so extrem abstrakt. Wow, da ist echt noch ein Gegner? Hello, Mayo. Seit Monaten sind alle seine Verbündeten tot. Der Kaiser liegt tot rum. Und der Typ steht hier einfach nur. Kein Seelenstein ist groß genug? Uff. Damn. So. Oh, da müsste man sich jetzt abseilen quasi. Naja, dann halt nicht. Aber ja, wie gesagt, ich finde das einfach cool, weil es wird immer über den Kaiser geredet und du denkst dir immer so, oh ja, wow, Kaiser, okay, aber... Und so könnte man sich dann endlich mal vorstellen, wie das aussieht. Und das Schiff ist schon ziemlich krass. Also das Schiff an sich ist schon ziemlich krass. So. Nein! Fuck, das habe ich vergessen. Das war das letzte Mal, als wir hier waren, auch schon das Problem. Er ist nicht mehr da. Die Leiche ist nicht mehr da. Das war das letzte Mal auch schon das Problem. Nein. Ja, muss ich vielleicht mal gucken, woher man diesen Schlüssel bekommt im Kaiserturm. Weil ich meine, wir sind durch ganz Einsamkeit durch. Boah, das könnte ich eigentlich benutzen, das Schild. Ah, 37% mehr, never mind. 25% mehr, never mind. So. Ja, genau. Also, dann gucke ich vielleicht mal im Internet, wie man diesen Schlüssel findet. Für die kaiserlichen Gemächer. Dann können wir das vielleicht noch beim nächsten Mal machen. Ich schreibe es mir dann wahrscheinlich auf, sonst vergesse ich das wieder. Genau. Und dann, was haben wir jetzt noch für eine Quest? Finde Finns Laute, finde Nostas Helm in Schattengrünhöhle und lösche das Leuchtfeuer im Leuchtturm. Das könnten wir vielleicht machen. Den Leuchtturm haben wir, glaube ich, hier schon entdeckt. Genau.
So. Das ist ganz schön langweilig. Wäre cooler, wenn man da so ein Schiff sehen würde. Das wäre echt cool. Aber leider nicht. Gott, ey, wie lange die schon mit dem neuen Elder Scrolls warten, ne? Ist unglaublich. Sieht aus, als hättet ihr keine Probleme gehabt. Ich habe das Feuer im Leuchtturm gelöscht, mein verbrecherischer Freund. Das hat auch schon Wirkung gezeigt. Die Eisläufer hat zur erwarteten Zeit nicht angelegt. Ohne den Leuchtturm wird die Eisläufer wohl die westliche Untiefe weit umfahren haben und an der Ostküste auf Grund gelaufen sein. Meine Schwester Deja ist mit unseren Schwarzbluträubern am Wrack. Sie erwartet euch. Ey. Alright. Gut, das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Ich muss jetzt nämlich leider los. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten. Like, Kommentar nicht vergessen. Wir sehen uns. Haut's rein. Ciao, ciao.